Hallo und Servus mal wieder zu einem Video von Togo. Heute ist es endlich soweit. Das Review der Glock 17. Es handelt sich hier um eine Selbstladepistole im Kaliber 9x19. Die Glocks gibt es auch in verschiedenen anderen Kalibern. Soweit ich weiß, Kaliber 40, 45, 357 SIG und in 10mm. Wobei 10mm so ziemlich das potenteste ist, was ihr in der Glock schießen könnt, serienmäßig. Hier die 9mm Luger-Version. Kommt hier in diesem süßen kleinen Schächtelchen, in diesem Koffer. Ist ganz nett gemacht, allerdings ärgere ich mich, weil er nicht absperrbar ist. Das heißt, du kannst ihn eigentlich nicht als regulären Waffenkoffer verwenden. Nichtsdestotrotz stabil und hier schön das Glock-Logo mit drauf. Hier ein bisschen eine Seriennummer noch als Aufkleber. Schauen wir mal rein. So sieht es innen drin im Endeffekt aus. Ausgekleidet mit Noppenschaum. Lieferumfang beinhaltet natürlich die Pistole selbst. Die kommt in einem Plastiktütchen, das eingefettet ist. Ein Einstelltool, ich halte es so gegen meinen Arm, da könnt ihr das sehen, für die Kimme. Zwei Magazine, ich habe jetzt zur Anschauungszweck nur eins dabei, gefüllt mit ein paar Pufferpatronen. Ein Putzstock, den könnt ihr hier vorne so ein C-Rohr reinhängen und dann könnt ihr das so quasi ein bisschen verdrillen und damit den Lauf von Öl reinigen. Und darüber hinaus noch eine Reinigungsborste, die mit dem Gewinde hier auch reingeschraubt werden kann, damit ihr den Lauf ordentlich schrubben könnt. Des Weiteren haben wir hier noch zwei Broschüren drin. Ich hole jetzt nur die deutsche raus. Ist auch relativ dick, also das ist wirklich so ein kleines Heft. Steht eigentlich alles drin, was ihr zum Glock wissen müsst. Die wichtigsten Dinge erfahrt ihr jetzt hier von mir in dem Review. Aber für alles andere guckt einfach da rein, denn da habt ihr wunderbar Beschreibung und auch Ansprechpartner, wenn es mal ein Problem mit der Waffe geben sollte. So, dann machen wir den so ein bisschen auf die Seite. So schaut die aus. Ich habe hier ein Sondermodell, der Glock 17 aus der Gen 4. Das handelt sich hier um die FDE. Eigentlich sind die Glocks grundsätzlich schwarz. Die hebt sich jetzt ein bisschen ab. Ab und zu bringt Glock mal ein Sondermodell raus mit einem anderen Griff, mit einer anderen Farbe. Aber ansonsten passt es soweit. Mir hat sie ganz gut gefallen, weil ich einfach eine zuverlässige, stabile und auch nicht allzu teure Pistole gesucht habe. Und für das, was ich mache im Schützenverein, reicht sie auch. Es ist kein Präzisionswunder, aber für eine Dienstpistole ist es völlig ausreichend. Zur Glock selbst. Die Glock 17 wurde ungefähr 1980 von der Glock GmbH entwickelt für eine Ausschreibung des österreichischen Bundesheeres. Der Gaston Glock, der Erfinder, hatte eigentlich vorher mit Waffen gar nichts am Hut, hat sich aber Gedanken gemacht und kam im Endeffekt mit diesem Entwurf heraus. Der hat sich über die Jahre nicht nennenswert verändert. Die Technik aller Glock-Pistolen ist in etwa gleich. Die einzigen Sachen, wo sie unterscheiden, ist einmal die Griffgröße. Das hier ist die sogenannte Full Size, also das ist die größte im Endeffekt. Dann gibt es im Endeffekt noch ein bisschen kleiner, kompakt und subkompakt. Die Lauflängen sind unterschiedlich und natürlich die Kaliber. Aber ansonsten ist eine Glockpistole von der Technik immer das gleiche. Braucht euch jetzt hier nicht wundern, ich fummel mit dem Ding rum. Sicherheitscheck wurde mehrfach gemacht. Die Waffe ist safe. Genau. Wie gesagt, Ausgangsmodell für alle anderen. Auch die Glock 17 gab es oder gibt es in verschiedensten Ausführungen. Das hier ist die Standard, also wirklich Standard, abgesehen von der FDE-Geschichte. Es gäbe noch eine MOS. Die Glock 17 MOS hat hier hinten eine Ausfräsung, damit ihr eben so ein Doctor Sight noch drauf machen könnt. Dann gibt es die C, die Compensated. Die ist auch hier vorne ausgefräst und hat einen angebohrten Lauf, dass er im Endeffekt Pulvergas nach oben raus ventiliert, damit eben der Hochschlag der Waffe kompensiert wird, deswegen C für Compensated. Und dann gibt es noch die Glock 17L, ist eigentlich eine Art 34er, wenn mich nicht alles täuscht, eigentlich eine lange Match-Version. Die hat einfach noch einen längeren Verschluss und auch längeren Lauf, ich glaube über 5 Zoll. Die hat einen 4,5 Zoll Lauf. Kommen wir ein bisschen zu den technischen Daten. Die Waffe hat eine Länge von ca. 190 mm. und eine Höhe von 130. Ich meine, ihr seht es ja im Vergleich zu meiner Hand, es ist jetzt keine
riesige Pistole. Es ist aber auch keine kompakte. Also das ist so von Glock die größte Pistole, die ihr kriegt, die Glock 17. Das ist, wie gesagt, das Ausgangsmodell. Alle anderen wurden dann einfach kleiner. Eine Breite hat sie von 30 mm an der dicksten Stelle. Das Gewicht wird angegeben laut der Webseite von 620 Gramm. Und wenn ihr sie geladen habt, dann kommt ein volles Magazin euch nochmal auf so 380 Gramm. Also seid ihr dann irgendwo um die 900, so um den Dreh, dann passt das eigentlich. Ne? Also ihr seid auf jeden Fall weit unter einem Kilo mit dem Teil. Wir haben eine Visierlänge von 165 mm, was auch eine schöne Visierung ergibt. Also der Sichtradius ist für die Pistole wirklich sehr gut. Ich will jetzt nicht sagen eine Matchpistole, aber das ist eine Visierlänge, mit der könnt ihr schon präzise schießen, wenn ihr müsst. Die Lauflänge ist 4,5 Zoll, also 114 mm, was auch für die vier Pistole, für die Präzision sehr gut ist. Der Lauf hat ein Polygonprofil, ist kein gezogener Lauf, wie er bei älteren Waffen der Fall ist. Moderne Waffen haben eigentlich durch die Bank, ja, ich nenne es mal Polygonläufe, so wie Heckler und Koch, die fahren da ganz gut. Das hier hat jetzt eine Gen 4, jetzt gibt es dann die Gen 5, die hat diesen sogenannten Marksman Barrel von Glock. Das ist im Endeffekt ein leicht modifizierter Polygonlauf. Viele glauben, er wäre gezogen, ist aber nicht. Ja, da habe ich mich auch schlau gemacht. Also es ist einfach ein modifizierter, bestehender Polygonlauf. Ansonsten, was gibt es zur Waffe zu sagen? Ja, sie wurden unter dem Anspruch gefertigt, dass sie zu ca. 40% aus Kunststoff bestehen. Und das tun sie auch. Eigentlich ist nur der Lauf und der Verschluss aus Metall, aus Stahl gefertigt. Kommen wir zur Zerlegungsprozedur der Waffe. Grundsätzlich bei jeder Waffe sollte der erstmal natürlich einen Sicherheitscheck machen. Was macht man hier? Als erstes Magazin aus der Waffe. Hier können die Pufferpatronen sehen, könnten aber auch echte sein. In diesem Fall immer das Magazin als erstes raus. Finger weg vom Abzug, Sicherheitscheck. Schauen, ist was in der Kammer, euch vergewissern. Wenn nichts drin ist, einmal abschlagen und dann könnt ihr die Glock zerlegen. Glocks haben wir im Endeffekt nur auf der linken Seite der Waffe ein paar Bedienhebel. Das ist einmal der Verschlussfang, einmal der Magazinauslöseknopf und der beidseitige Zerlegehebel. Jetzt macht ihr folgendes. Nehmt eure Hand, je nachdem, seid ihr Links- oder Rechtshänder, nehmt die Pistole so den Daumen hier unten in diesen Beaver-Tail rein. Schließt eure vier Finger über den Verschluss, haltet die Waffe genauso. Und dann könnt ihr so den Verschluss im Endeffekt ziehen. Wirklich nur ein paar Millimeter, weil wenn ihr zu weit zieht, guckt ihr mal auf den Abzug, dann spannt sich schon der Abzug vor und die Waffe ist wieder gespannt. Das wollt ihr nicht. Es gibt zwei verschiedene Methoden, nämlich einmal, ihr spannt den Abzug. Das ist eigentlich die falsche Methode. Ja. Dann nimmt ihr den Zerlegehebel und kriegt den Verschluss nicht runter. Was müsst ihr machen? Einmal abdrücken, dann kommt er nach vorne runter. Wenn man es eigentlich richtig macht, ihr schlagt ab, der Abzug ist entspannt, ihr packt euch das Ding und zieht wirklich bloß 3-4 mm, nehmt den Zerlegehebel und dann könnt ihr den Verschluss sofort von der Waffe nehmen, ohne dass er die Waffe nochmal abschlagen müsst. So, dann kommen jetzt hier einige Teile zum Vorschein, die wir uns jetzt mal anschauen. Als erstes fangen wir mal an mit dem Magazin. Das hier ist das Magazin der Gen4. Dieses hat auf beiden Seiten Magazinausfräsungen. Das heißt, der Magazinhalter kann im Endeffekt von links sowohl als auch von rechts greifen. Das konnten sie, ich glaube, ab der Glock 4. Ihr erkennt frühere Magazine daran, dass sie einfach nur auf einer Seite diese Magazineinfräsung haben. Der Magazinboden ist schön gemacht mit Glock-Logo und diesem kleinen Druckpunkt, den ihr reindrücken könnt. Dann könnt ihr die Baseplate abziehen und den
Zubringer mitsamt der Feder rausziehen. Standardkapazität der Magazine liegt bei 17 Schuss. Hat hier hinten eine schöne Ladestandsanzeige, die, wie ich finde, Glock eigentlich so ziemlich am besten macht. Des Weiteren gibt es noch größere Magazine für die Glock 17 bis hin zu einem, ich glaube, 32-33 Schuss Magazin. Also genügend Feuerkraft für eine kleine Pistole. Das Lustige ist, es passen auch die meisten anderen Magazine anderer Glock 9mm. Ja. Natürlich könnt ihr jetzt nicht das Magazin der Glock 19 standardmäßig einfügen, weil der Griff einfach kleiner ist. Oder von der, das ist glaube ich die 43er, die ganz kleine 9mm Glock. Da kriegt das Magazin natürlich nicht rein. Aber ihr kriegt in den 43er das Glock 17 Magazin. Steht dort von unten raus, aber würde passen. Dann schauen wir uns doch mal den Verschluss mit den Einzelkomponenten an. Die Federführungsstange. Hier geht Glock jetzt auch den Weg einer doppelten Federführungsstange, um den Rückstoß etwas besser im Zaum zu haben. Orientiert Sie sich zum Beispiel an Loffi an Heckler & Koch USP, das war die allererste mit einer doppelten Federführungsstange. Das ist auch ein patentierter Rückstoß-Reduktionsmechanismus. Weiß nicht, wie es genau Glock hier gelöst hat, dass sie da nicht in Konflikt kommen mit dem Patent, aber Fakt ist, die haben das auch gemacht und ich muss sagen, das Schießverhalten der Waffe ist sehr angenehm. Also das Teil erfüllt seinen Zweck. Die Federführungsstange selbst besteht aus Kunststoff. Sagen manche, okay, das ist Kacke, heiß schießen, kann er schmelzen, müsste aber allerdings sehr, sehr viel schießen, dass der kaputt geht. Und gibt es aber auch Rüstsätze aus Metall. Dann zum Lauf. Der Lauf, wie gesagt, 4,5 Zoll Polygonprofil. Ist eine schöne Einheit mit diesem Steuerblock hier unten. Die Zuführrampe ist wirklich sehr sauber gemacht, also da kommen eigentlich keine Zuführsteuerungen zustande, zumindest noch nicht bei mir. Die Brünierung ist sehr geil, da ist der Glock sowieso bekannt dafür, dass sie am Verschluss und am Lauf wirklich diese ganz spezielle, super harte Beschichtung haben. Also die Brünierung an Glockwaffen ist durch die Bank als sehr gut zu bezeichnen, kann man überhaupt nichts sagen. Das ist der Lauf, gute Schusseigenschaften, sehr stabil, sehr langlebig. Und dann natürlich hier noch der Verschluss. Relativ schwer, ja, weil er halt doch kopflastig ist. Die Waffe ist sehr leicht durchs Griffstück. Aus Stahl gefertigt, verfügt über die drei Sicherungen, die sogenannte Safe Action bei der Glock. Wir haben einmal die Schlagbolzensicherung, die Fallsicherung und im Griffstück ist die dritte, das ist die Abzugszügelsicherung. Die zeige ich euch jetzt auch gleich. Von der Bearbeitung her ist er eigentlich gut gemacht. Ich sehe so gut wie keine Frässpuren. Die Beschichtung ist super. Nichts ist großartig scharfkantig oder fest sich beschissen an. Also das haben sie wirklich fein gemacht. Wir haben hier ein Korn. Wir haben diese ganz normale Glockvisierung. Da gibt es eine starre und das hier ist die einstellbare. Da ist die Kimme im Endeffekt seitlich und in der Höhe einstellbar über zwei klitzekleine Schrauben hier an der Seite, die ihr mit diesem Einstelltool, das ich euch vorher gezeigt habe, dann einstellen könnt. Das Korn ist nichts Besonderes, wird hier alles von unten geschraubt und gepöppelt, hat wie gesagt diese drei Punkte. Was heißt drei Punkte? Das ist eigentlich bloß der eine Punkt und statt weiterer zwei Punkte hat der Glock diesen typischen Visierrahmen. Kann man mögen, muss man nicht. Die Schlagbolzengruppe findet sich auch hier drin. Das ist dieser sogenannte Striker. Der wird einfach nur hier aufgezogen vom Griffstück und dann losgelassen und dann schnalzt der große Schlagbolzen nach vorne und zündet die Patrone. Dann kommen wir noch zum Griffstück. Dieses hier ist, glaube ich, gesagt, die schöne FDE-Version. Glocktypisch eigentlich aufgebaut. Wir haben die Kontaktstellen für den Verschluss. Darauf gleitet er. Wir haben hier im Endeffekt unten die Steuerkulisse, in welche der Lauf so quasi abtauchen kann über das Browning-System. Wir haben hier innen drin den Triggerbar. Da hinten ist der Disconnector mitsamt dem Striker, wie er es aufzieht. Und der süße kleine Verschluss vom Hebel. Magazinschacht ist auch
leicht angefasst, kann man wahrscheinlich jetzt kaum erkennen, aber verfügt über eine kleine Phase. Was halt Glock so ein Problem hat, das ist hier hinten diese hintere Öffnung, die kann man zumachen mit Zubehörteilen, weil sich da keine Dreck sammelt. Könnt ihr sehen, das Magazin verschließt das nicht wirklich, dann habt ihr hier hinten einen Drecksammler. Aber kann man auch schön erkennen, wie hier die Patrone nach oben taucht und dann im Endeffekt in den Lauf sich hier dann einführen kann über die Zuführrampe. Dann kommt die Patrone hier so raus, rutscht hier über die Zuführrampe in den Lauf rein, schießt, Lauf koppelt ab, wird ausgeworfen und dann kommt im Endeffekt schon wieder die nächste. Das ist eine sehr coole Funktionsweise mit diesem modifizierten Browning oder Browning Pattern System. Das haben sie ganz cool gemacht, das ist auch eine offene Steuerkulisse. So viel zu den Einzelteilen. Dann setzen wir das gute Stück wieder zusammen und ich zeige euch ein bisschen was über die Bedienungen der Zöller, wie das Ding schießt. Verschluss nehmen, Lauf nach vorne einsetzen, dass er wieder hier so quasi rauskommt. Einmal nach hinten führen, dass er da einschnackelt. Federführungsstange, Plastikteil nach vorne, Blechende nach hinten. Plastikteil hier vorne einfügen in dieses Auge und dann drücken, bis die Feder wieder so drin sitzt. Verschluss nehmen, Griffstück hier vorne über diese Laufschienchen anvisieren. Einmal draufziehen, Funktionstest abschlagen, Magazin rein und das war's. Dann kommen wir jetzt zur Bedienung. Ja. Wie gesagt, ist eine Glock, da gibt es nicht viel zu wissen. Auslöseknopf, Magazin, links. Magazine fallen frei aus der Waffe. Hat auch ein schönes Feedback. Also ihr merkt, wenn das Magazin einschnackelt, was für den Schützen auch ganz gut ist. Der Verschlussfanghebel ist auch manuell zu setzen. Ne? Als Rechtshänder, wir nehmen den Daumen im Endeffekt so, drücken nach oben und wir fördern den Verschluss nach hinten. Bleibt jetzt hier der Verschluss am Verschlussfanghebel hängen, wie er auch beim letzten Schuss hinten hängen bleiben würde. Der Abzug ist Glock-typisch. Ich nehme es mal, naja, nicht jedermanns Sache. Ich muss auch gestehen, ich muss mich daran gewöhnen und ich bin jetzt kein Meisterschütze mit der Glock. Ich sage vorneweg, ich schieße mit Double-Action, Single-Action-Pistolen deutlich besser als mit einem Striker-Fired-Pistolchen, weil der Abzug einfach nicht besonders geil ist. Ich sage, wie es ist. Wir haben eine angegebene Energie der Waffe von bis zu 520 Joule bei 360 Meter die Sekunde. Ist also schon ein recht potentes 9mm. Der Abzug bricht bei einer Kraft von 26 Newton, das sind 2,6 Kilogramm, ne? Also 2,6 Kilogramm ziehen und dann schießt sie wieder. Rückstellweg ist mittelmäßig, könnt ihr hier erkennen. Aber auch alles wunderbar mit dem Ohr wahrzunehmen und auch zu spüren. Der sogenannte Overtravel ist eigentlich kaum vorhanden an der Glock. Also der Abzug macht keinen weiten Weg mehr, nachdem er gebrochen ist. Also die bricht wirklich eigentlich so ziemlich ganz hinten. Overtravel ist das, wenn er den Abzug zieht. Er bricht, sie schießt und du könntest noch ein Stückchen weiterziehen. Wie es so schön Englisch heißt, Overtravel. Tut mir leid, ich kenne die deutschen Begriffe in der Hinsicht teilweise nicht. Ich kenne die englischen, weil da einfach die Doku in den sozialen Netzwerken einfach deutlich besser ist und manche deutsche Fachbegriffe, die hörst du nirgends. Ne? Ja, also Schussverhalten auch an und für sich dann im scharfen Schuss ist es eigentlich wirklich sehr schön. Die Waffe ist für ja, eine Polymerpistole gut zu handeln. Klar ist sie relativ leicht und dadurch fängt sich der Rückstoß nicht so gut wie an einer Vollmetallwaffe. Also sie spürt man schon, wenn sie schießt. Aber der Rückstoß bei 9mm ist ja eh ja, eine relativ easy handelbare Geschichte. Sehr angenehm,
sehr zuverlässig, gibt keine Probleme. Die Ersatzteillage für Glock ist hervorragend, wenn mal was sein sollte. Es gibt günstige Ersatzteile überall, es gibt genügend Nachrüstsätze, Nachrüstteile von Fremdherstellern. Es gibt so Quatsch wie meine Mikro-Roni, also es gibt Zubehör für Glocks noch und noch und das ist halt schon ein starkes Verkaufsargument. Auch andere Magazinhersteller trauen sich mittlerweile an Glocks, wie jetzt eben Magpul, da habe ich auch eins daheim. Ihr findet ja bei den meisten Pistolen nicht mal Magazine, die von dem Fremdhersteller kommen. Das heißt, da seid ihr meistens dann wirklich auf den Hersteller selbst angewiesen, der Pistole, und dann kostet ein Magazin ja plötzlich halt mal 35, 40 Euro. Und so kriegt ihr halt ein Aftermarket-Magazin für 12 Euro, 10 Euro. Und das ist halt für Glock schon sehr geil. Es hat schon seine Vorteile, wenn man ein Global Player ist und ja, die weltweit am meisten genutzte Behördenpistole. Ihr bekommt wirklich jeden Scheiß dafür. Und das ist halt der Knüller. Das gefällt mir Glock sehr gut. Ja, ich sehe jetzt gerade noch, das habe ich vergessen anzusprechen, hier bei der Gen 4 gäbe es noch austauschbare Griffrücken. Ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage, wo die jetzt gerade rumliegen, weil die hatte ich nicht mehr im Waffenköfferchen. Die wären natürlich auch noch im Lieferumfang. Man könnte im Endeffekt dickere oder schmälere Griffrücken hinten dran machen und sogar noch so ein Beaver-Tail, der hier hinten oben ein bisschen raussteht, weil die Glock hat diese Eigenart. Ihr müsst sie sehr hoch greifen, ne? Und wenn ihr sie zu hoch greift, dann kippt euch der Verschluss beim Repetieren so quasi voll eins hier hinten auf dem Handrücken drauf und das ist nicht besonders angenehm. Man soll die Glock, wie gesagt, so hochgreifen, wie es geht. Das hier wäre jetzt eigentlich der angedachte richtige Griff an der Glock. So ist es zumindest mir im Training vermittelt worden. Hand dran, weg vom Abzug, hier in die freie Fläche, den Handball rein, die Hand leicht reindrehen, Finger, den Daumen hier oben an die Seite und mit diesen Fingern die Waffe umschließen und drücken. Und dann habt ihr sie hier wieder wunderbar im Anschlag und können sie auch sauber halten. Ja, das wäre es eigentlich zur Bedienung der Glock 17. Ja. Und hoffe, dieses Review zu dieser Pistole hat euch gefallen. Wünsche euch wie immer viel Spaß mit meinen anderen Videos. Kommt natürlich die Tage wieder was. Peace. Ciao, ciao.